Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum Pete's Meet Schrottwichteln. Ein bisschen zu spät, aber trotzdem Schrottwichteln 2018/19. Können wir ja machen. Ja, wir haben das vergessen. Ja, wir haben das vergessen. Aber ihr habt so häufig gesagt, dass ihr das haben wollt. Ich sag mal so, ab jetzt kann es eigentlich nur schlechter werden für jeden von uns. Ja. Das stimmt. Ich freue mich drauf. Cool. Ich freue mich auch drauf, wieder eine Woche salzig, eine Woche, eine Stunde ja, salzig. Jay, jetzt erstmal die ganze Woche auf dich salzig, wenn du ihn hast. Also ich hoffe, du kriegst diesmal kein Spiel, wo du einfach Klo putzen gehen kannst. Oder ja, so. Echt mal. Bram ist leider nicht da, der ist noch im Urlaub, aber der macht trotzdem mit. Wir machen jetzt dieses eine Video, wo wir quasi die Spiele vorstellen, die wir uns rausgesucht haben, die jeweils der, den wir gezogen haben, spielen muss. Niemand von uns weiß aber, wer wen gezogen hat, außer wir selber natürlich, wen wir gezogen haben. Mhm. Und wir haben für jeden uns dann ein Spiel ausgesucht. Vielleicht sollten wir auch erstmal nur uns die Spiele angucken und danach erst sagen, wer wen gezogen hat. Was haltet ihr von der Idee? Oh, auch geil, finde ich cool. Ja, dann okay. Gucken wir mal, ich meine, vielleicht kann man das anhand der Spielauswahl schon sich denken, vielleicht, aber wir gucken uns erstmal die Spiele an, die herausgesucht wurden. Und okay. Das ist cool. Mit welchem fangen wir an? Wir starten mit Brams. Was also das, gibt was denn der Bram irgendwem? Bram gibt genau. Das hier irgendwem. Oh, oh mein Gott. Okay, du kannst könnte von mir ich sein, starten. Könnte ich sein? Könnte auch. Wegen Animal vielleicht? Animal Jam, ja. Play Wild. On iOS. Das ist ein Handygame. Ist der behindert? Das ist ein Handygame. Das kann ich auch. My name is Peck. Follow me. Mich der Christian war Synchronsprecher hier. Hattet ihr gerade auch Grafikfehler? Ja, hatte ich. Okay, ich dachte gerade, ich habe schon wieder kurz Schiss gekriegt hier. Gibt's das auch? Kann jemand, der gerade nicht seinen Bildschirm öffnet, kurz gucken, ob es das auch am Computer gibt? Wie heißt das Spiel? Wie heißt denn das Animal Jam? Das heißt Animal Jam Play Wild. Oh Gott, das klingt, das ist ja eine absolute Oberkatastrophe. Also es muss schon aufnehmbar sein, Herr Bram. Ja gut, ich meine, iOS-Spiele sind aufnehmbar. So sind ich wollte gerade sagen, also das ist natürlich ja, nochmal ja, kostenlos spielbar ja. Im Steam-Shop. Äußerst okay. Negative I'm Bewertung. Steam. Danke, okay. Bram, wenn das ich bin. Das sieht absolut katastrophal, scheiße, schrecklich aus. Wenn oh, das ich sieht ganz eigentlich bin. Aus wie eins ich von muss, diesen ich mega muss ehrlich sagen, ich wollte eigentlich sagen, well played Bram. Weil erstens kriegst du ein scheiß Spiel und zweitens gibt's das nur fürs Handy. Das heißt, du musst auch noch vom Handy aus aufnehmen. Das wäre noch abgefuckter. Das ja, stimmt. Das stimmt allerdings. Also ich glaube, niemand sonst ist auf diese Idee gekommen. Die Giraffe. Nee, keine Ahnung, wer diese nicht. Scheiße spielen kann ich muss. Nochmal wechseln? Nein! Alter. Boah, ich habe jetzt schon nicht so einen. Okay, jetzt habe ich schon keinen Bock mehr. Ja. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich dann doch sage, okay, vielleicht würde ich doch nochmal gerne Reis Bram, ausnehmen. Du hattest aber mich ich hoffe, nicht, ich krieg das nicht. Okay, keine Ahnung, wen Bram hatte. Das werden wir nachher erst, weil wir Ausschlussverfahren nutzen werden, herausfinden. Aber jetzt kommt erstmal das Spiel, was ich rausgesucht habe für einen von uns. Tutorial on. Ich bin einfach zu nett gewesen. Guck mal, da steht sogar Free Wobei, on iOS. Ich warte mal alle Spiele ab und danach kann ich immer noch sagen, boah, ich würde mich freuen, wenn ich das hätte. Es kommt auch von uns ein Video hierzu. Oh, das will ich spielen. Das habe ich auch gesehen. Das will ich spielen. Hau mal rein. Ja, ich bin gerade dabei. Irgendjemand ist noch nicht so weit. Ah, da. Na komm. Der Juicy Grits. Ist das so ein Date-Ding? Das ist das, was Bram mal gespielt hat. Bram hat, glaube ich, den ja, ersten ich Teil folge davon gespielt. Daraus, aber auch. Ah, dann musst du deine Entscheidungen treffen, oder genau. Was? Ja, genau. Guck mal, weißt du, das sind mal vernünftige Spiele. Weißt du, Bram sucht Moment, nur Moment, Scheiße was macht die denn da mit dem Maßband gerade? Vielleicht kriegt Bram das. Haben die auch, gibt's da, ist das da auch wirklich Porno oder ist das nicht nee, Porno? Nee, ist nicht wirklich Porno, nee, glaube ich. Nee, das ist nur so Telenovela-mäßig. Tatsächlich haben das in dem Tweet, den ich geschrieben habe, einige geschrieben. Echt? Super Seducer 2. Ich habe mir extra die Antworten nicht angeguckt von dem Tweet, muss ich sagen. Ich habe mir die angeguckt, also war oftmals also Peter, Atlas hast dabei das, oder hast so. Hast du das für Bram rausgesucht, sehe ich das, richtig. Also Peter hat Bram. Ich sag doch nicht, für wen ich das rausgesucht habe. Ja, das ist safe. Das hat er doch schon freiwillig gemacht. Wenn du Bram rausgesucht nee, hast. Nee, Bram hat das erste dazu gespielt und hat gemeint, Peter? Er hätte dazu kein gutes Video machen können, deswegen. Nimm das. Also da, wir haben zu Super Seducer haben wir noch kein Video bei uns am Channel. Ich finde, das ist überhaupt nicht Thema verfehlt. Das hat er nicht gemacht. Bram fand das auch scheiße. Peter, mach mal Dropbox aus. Ja gut ist das ja nicht, aber
Also besser als das Handy, als das komische Handy-Game. Da würde ich mich ja freiwillig eben freuen. Also über Super Seducer 2. Super Seducer 2 würde ich mich auf jeden Fall sehen. Ja, würde mich auch freuen, so nett bin ich zu euch. Ja? Ich ja, bin auch sehr, sehr nett. Ja, aber wir fahren jetzt weiter mit Christians Pick. Ach so, okay. Ja. Okay, Christian, was hast du raus? Okay. Ich hab mir ich weiß, wen Bram war. Ich muss mich tatsächlich bei den Twitter-Leuten bedanken, weil es kam auf Twitter, wo ich nicht dran gedacht hätte. Es ist ein gutes Spiel, ja? Ja. Kann es sein, dass Bram das kriegt? Nächstes Jahr auf jeden Fall geben wir dem dann auch noch mal hier diese, wie heißt das hier mit dem Piraten? Monkey Island. Monkey Island kriegt Bram dann als nächstes dann. Boah, ich finde das richtig gut. Das ist mega gut. Das ist wirklich gut. Okay, dann können wir schon mal ausschließen, dass Bram sich selber hat. Aber das konnte man vorher ja auch machen. Nee, sich selber hat. Man kann das sich nicht selber ziehen als Licht. Ja, deswegen konnte man das vorher auch schon. Das geht bei dem Ding nicht. Das finde ich gut. Okay, Day of the Tentacle Remastered. Potenziell für Bram, aber hundertprozentig sicher können wir noch nicht sein. Nehmen wir doch jetzt mal. Das hat er auf jeden Fall verdient. Hauptsache nicht dieses Tierspiel von Bram. Okay, das nächste danke an Lan Chris. Okay. Das nächste ist von Christian, von Jay, was er rausgesucht hat für irgendjemanden von. Ahegal. Warum sind wir eigentlich immer bei. Ahegal? Ahegal, ja. Ich war sehr gut gelaunt tatsächlich. Als ich das vergeben habe. Schon wieder ein Klickerspiel. Das ist auf jeden Fall ein entmonetarisiertes Video incoming. Klickerspiel. Ist ein tolles Spiel. Du kannst es ausziehen. Du kannst wirklich ausziehen. Du musst ausweichen. Du kannst die. Oh mein Gott. Ausziehen? Oh nein, das ist doch nicht für Peter. Wow! Das ist ein ganz tolles Spiel, Peter. Das hat. Pass auf, ich war. Also bestimmt nicht Peter natürlich, sondern alle. Entschuldigung. Erstmal, ich hab wirtschaftlich gedacht. Der kostet 47 Cent gerade aktuell im Deal. Ja, wirtschaftlich gedacht. Ja, sehr positive Bewertungen hat das Spiel. Wirklich? Ich bin in sehr guter Laune gewesen. Ja. Dann kriegst du ja schon jetzt einen Anfall. Also Gameplay sieht tatsächlich ganz cool aus, muss ich sagen. Ich habe nur Sorge wegen dieser halbnackten Ladies im Hintergrund. Nein, die haben alle was an, Peter. Also, die haben nur die Zunge raus. Guck mal, wie du sogar mit der Zunge raus, so spritzt mir rein, so nach dem Motto. Sehen wir nach zwei Aber die haben alle was an. Egal, Peter. Oder wer auch immer. Da sehe ich dich. Oder wer auch immer. Peter Fabs. Peter Fabs. Okay, dann. Der Titel wird einfach Peter Fabs sein. Finde ich gut. Das sind die Sachen, die wir uns ausgesucht haben. Bis auf Sepp. Für Sepp müssen wir aber noch mal kurz die Aufnahmesache ändern. Deswegen bis sofort. Okay, ich habe ein ganz besonderes Spiel rausgesucht. Es gibt nicht mal ein YouTube-Video dazu. Doch, es gibt YouTube-Videos, aber kein Trailer. So, Emily's Necromancy. Escape. Ey, das hört sich an wie das so ein Hentai-Game, wo alle nackt am Ende sind. Es hat größtenteils positive Bewertung, 80% bei 43. Das ist schon mal gut. Es ist ein aktuelles Spiel. Es könnte noch der Blockbuster 2018 für euch werden, wer weiß. Erzähl mal, Deutsch nicht unterstützt. Danke, Sepp. Da, Vollbild. Jawohl. Alter. Ja. Also, hier muss man auch ein bisschen lesen. Puh, da bin ich ja eigentlich schon froh, dass ich das von Jay hoffentlich krieg. Und Scheiße, das Video lag bei mir. Glaube ich. Hm. Ja, aber das ist gerade schwarzer Bildschirm, Peter, weil da kommt nur der Text. Ja. Es geht ja, scheiß drauf. Okay. Ja, halt geht ja nur daran, dass er trotzdem. Ich habe ein Gefühl dafür, was das für ein Spiel ist. Gibt es da auch Gameplay oder also, ist das nur Leben? Ja, es gibt wirklich Gameplay. Den geil, die Knöpfe sind animiert. Okay, ich sehe leider nichts, Leute. Ich sehe nichts. Es ist ein Jump'n'Run. Und es sieht aus wie Ori and the Blind Forest. Ja, genau, so wie Ori and the Blind Forest. Also, du spielst einen Charakter und. Muss halt gegen Orient Gefahren. Blind Forest war Spiel des Jahres, die war mega cool. Boah, Alter, da gibt es ja Kämpfe und alles. Ja. Ja, jetzt habe ich doch Bock drauf auf das Spiel. Ich dachte, ich müsste mich da durchscrollen durch die Scheiße. Hätte ich auch wieder cool damit. Muss selber schon spielen. Also, das erwartet den lieben Spieler. Die ist hingefallen. Das ist cool. Okay. Wie fangen wir an, wer wen hat? Ich habe den ersten Trailer gezeigt. Wir können mal überlegen, wen Bram mit seinem Handyspiel da genommen hat. Ich denke, ja, aber das könnte jeder sein. Das kriegen wir, genau, das kriegen wir am Ende erst raus.
Animal ist... Ich will das auf jeden Fall nicht sein. Also ich kann ist, ja mal also anfangen. Animal ja, also ist Christian... Wir dürften uns ja einig sein, ne, für wen Day of the Tentacle ist. Ja, das ist ja, für Bram. Ziemlich cooles Spiel, was natürlich für Bram ist, denn da muss man dazu sagen, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, der hasst Adventures, Point-and-Click-Adventures. Der hat mal irgendwie gesagt, der sieht den Sinn darin nicht, da irgendwie Geld der oder Arbeit oder sonst was reinzustecken und hat da voll drüber abgelegt. Ja. Und jetzt kriegt er eins der besten Point-and-Click-Adventures, was er 2 Stunden spielen muss. Ja, der hat sich immer aufgeregt, dass das bei den Top-Listen von Top 100 Spiele von GameStar, genau, dass das so weit oben ist. Da hat er immer gesagt, was für eine Scheiße. Da hat nicht mal aber Platz 1000 verdient. Er wird vielleicht bald wissen, warum es so weit oben steht. Also. Okay, und ich nehme mal an, ich kriege von das von Jay. Das heißt, möglicherweise, weil ich mich verplappert habe. Ja, richtig. Ja, das war aber auch ein bisschen eindeutig. Das heißt, es sind noch ja, ey, Sepp, deins hätte das aber auch sein können, Sepp. Sepp, Jay und Chris sind noch offen. Genau. Das heißt, wenn Sepp jetzt sagt, ich tippe, das von Sepp geht an Chris. Ja. Das ist richtig, Peter. Auch wenn das inhaltlich gar keinen Bezug zu Christian hat. Das ist fucking Jump'n'Run. Das Spiel hatte ich vorher rausgesucht. Random einfach aus den letzten Erscheinungen. Bitte lass mich Super Seducer haben. Kann vielleicht eine Bestrafung sein für Christian, ich weiß es nicht. Super Seducer haben. Kein Animal Jam. Da ich weiß, wem ich Super Seducer gegeben habe, weiß ich ja jetzt auch schon als einziger von allen, wie die ganze Rechnung ausgeht. Genau. Bitte, Peter. Kein Animal Jam. Okay, das Animal-Spiel spielt Sebastian! Ja! Ja! Ich hatte nämlich Jay! Ja! Da sehe ich mich! Schön jemanden flachlegen, die Olle! Geil! Ja. Können wir mal aufzählen? Schau mal an, ich spiele Necromancy Emily's Escape. Für 12,49 €. Nice. Du bist ein mieser Wichser, ey. Ich fange ja an, also das erste Schrottwichtel-Spiel-Video kommt so übermorgen und das heißt J. Algh oder so? Ahegal. Ahegal. So, Moment. Das kommt übermorgen. Dann ist das irgendwie rückwärts was? Lage. Geil nee. Oder so rückwärts. Danach, 2 Tage später, kommt Schrottwichteln Chris Necromancy Emily's Escape. Dann 2 Tage also ich später kommt Brüste versprechen. Schrottwichteln Sepp, der darf Animal-Scheiße spielen. Ich kann spielen. Frust versprechen. Dann 2 Tage später kommt Schrottwichteln Jay, Super Seducer 2. Da freue ich mich. Dann 2 Tage später kommt, das ist dann der, dann 2 Tage später kommt Brammen. Mit der Day of the Tentacle durchspielen wird. Mit Day of the Tentacle. Kann auch gerne das Remastered natürlich benutzen. Ja. Okay, Leute, bei GOG gibt es euch, glaube ich, eine ganz geil. Witzige ich Zeit. Mich drauf. Ich hoffe, dass ihr euch auch drauf freut. Und wie gesagt, übermorgen geht's los. Ich nicht. 12 Uhr Pizmit.de, 14 Uhr Website. Ach Quatsch, nein. 12 Uhr Pizmit.de, 14 Uhr YouTube-Channel. Viel Spaß dabei und bis dahin, haut rein. Tschüss. War eine super Idee.